Hallo, guten Abend. Jetzt mal was in eigener Sache. Ich bin ja immer wieder erstaunt, auf was Leute wirklich so achten und was für Leute so wichtig ist. Also, ich glaube das ja immer gar nicht. Also, manche Leute haben eine Wahrnehmung. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Video gepostet, wir Schauspieler auf dem Weg zum Set. Da haben wir so eine Durchsprechprobe gemacht von unserem Text. Ich meine, da gibt es einen Hintergrund dazu, ja. Also Sonja Kirchberger, die mitspielt, war am Tag vorher nachts aus Afrika angereist, wo sie den Film gedreht hatte. Und sie wurde sozusagen ins kalte Wasser geschmissen. Wir anderen waren alle schon ein paar Tage vorher da und kannten uns schon hatten auch schon gedreht. Und sie kam halt dazu. Also sie war auch nicht bei der ersten offiziellen Durchsprechprobe dabei gewesen. Also sie wurde einfach nur ins kalte Wasser geschmissen. Und diese Probe hat uns aber wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich habe es eben auch gefilmt und habe das eben ins Netz gesetzt. Und dann kamen Sachen wirklich unglaublich. Also wem will Frau Kirchberger noch was beweisen? Da sitzt sie breitbeinig in diesem Auto. Hä? Bitte? Geht's noch? Ich habe mir das Video daraufhin angeschaut. Mir wäre das gar nicht aufgefallen, dass Sonja breitbeinig da saß. Ich meine, dieser Bus, muss man auch mal dazu sagen, ist irrsinnig eng. Und wir haben unten zwischen unseren Beinen eben noch unser Gepäck stehen. Da muss man ein bisschen breitbeinig sitzen. Man sieht nichts. Hä? Wem will Sonja Kirchberger was beweisen? Niemandem. Das hat sie nicht nötig. Und den Fahrer, diese pubertierende Bande. Ich als Fahrer hätte die Leute rausgeschmissen. Tja, dann wäre er gefeuert worden. Nein, mal im Ernst. Aber ich meine, es ist wirklich immer wieder erstaunlich, wie sehr man sich anpassen muss. Und das Schönste war ja, dass ich dann auf diesen Kommentar geantwortet habe. Und dann hat die Dame aber ihren Kommentar gelöscht. Da steht jetzt eine Antwort, die aber keinen Sinn mehr macht. Ich lasse trotzdem stehen, weil ich mir dachte, dann diskutier wenigstens mit mir. Ja, komm aus deinem Keller raus, in dem du vielleicht gelacht hast, und diskutier mit mir. Nein, wollte sie nicht. Hat sich also selber gelöscht. Also auf was die Leute wirklich achten, das ist unglaublich. Und wenn man mal zeigt, wie man auch Spaß haben kann, denn unsere Arbeit ist hart genug, dann kriegt man gleich wieder einen auf den Deckel. Also man darf nicht über den Tellerrand schauen und Spaß haben bei der Arbeit. Geht gar nicht. Dafür kann ich aber nichts. Ja, also ich meine, sitzt mal da 8 Stunden bei 35 Grad oder auch, dass der eine dann sagte, Sie haben einen Sonnenbrand bekommen, Sie dürfen nicht in die Sonne gehen. Ja, die Sonnencreme muss überhaupt erst erfunden werden, dass man hier nicht total verbrennt. Ja, ich meine, ich gehe sowieso nicht in die Sonne. Aber nein. Oder damals, als wir einen Bullen gedreht haben, ja, dann haben sich Leute beschwert, dass unser Auto Winterreifen hatte im Sommer. Die haben das gesehen. Hallo? Also ich meine, auf was achten die denn dann? Herrgott, schaut uns an und nicht die Autoreifen. Hallo? Oder so, in ihrem Büro stand der Dresdner Polizeidrache. Okay. Ja, schön, ist doch nett. Warum soll denn im Tölzer Büro nicht der Dresdner Polizeidrache stehen? Also das ist erstaunlich. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Nur mal so eine kleine Nebenfrage. Also man muss genormt sein. Deswegen ist es auch so, dass so viele Kabarettisten Kunstfiguren wählen. Weil eine Kunstfigur darf eigentlich alles sagen und wird dann auch nicht angefeindet. Aber in dem Moment, wo ich es als Person sage, kriege ich immer regelmäßig eine in die Klatsche. Ja, also ich darf bestimmte Worte nicht sagen, ich muss mich anständig hinsetzen. Oh, Sie haben mal das falsche Make-up benutzt, Sie hatten keine Ohrringe im Ohr. Habe ich heute auch nicht. All solche Sachen. Anstatt dass man einfach nur Spaß hat, man muss es ja nicht anschauen. Ich zwinge ja keinen dazu, um Himmels Willen, nein. Und ich habe Spaß, ja. Ich bin auch oft depressiv. Aber ich finde, die Welt im Moment ist sowieso so im Arsch. Oh, jetzt habe ich wieder ein böses Wort gesagt. Darf ich auch nicht sagen. Oh, krieg gleich wieder eine auf den Deckel. Die Welt ist im Arsch. Und da braucht man einfach ein bisschen Humor. Und man sollte den Leuten Freude schenken und nicht nur sagen, ich hatte gestern einen total scheiß Tag. Klar mose ich. Ich mose auch zu Recht. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich bin auch die Grantler-Oma. Und wenn mich Sachen stören, sage ich es. Das darf ich aber auch nicht. Darf ich auch nicht. Ja, was soll ich denn dann überhaupt? Nur eins haben alle gemeinsam.
Irgendwann muss jeder mal scheißen gehen. Ja, in diesem Sinn. Und jetzt sage ich noch was Böses. Ja, ich scheiße auf Trump. Den finde ich ganz schrecklich. Aber der ist ja schon wieder komisch. In seiner Schrecklichkeit ist dieser Mensch ja schon wieder komisch. Also, wenn Trump nicht jedes Mal twittern würde, würde mir auch was fehlen. In diesem Sinn. Bis bald.